Kurt van der Flöth und ich machten uns auf den Weg zum Volksstimmefest. Ich bin mit dem Volksstimmefest aufgewachsen. Schon als Kind bin ich hier herumgetollt natürlich. Als Jugendlicher habe ich mitgeholfen, schon die Lose zu verkaufen. Wir haben früher eine große Tombola gehabt, wo man Autos gewinnen konnte, Motorräder, Kühlschränke und so weiter. Das haben wir heute nicht, aber viele andere Möglichkeiten, Kulinarik und das Plattelspielen, das wir hier gleich daneben haben, ne, das ist so Kult schon am Volksstimmefest ist. Und Blau hat gleich gezogen und Orange ist draußen. Blau hat jetzt passiv, ein Haarbreit ist jetzt Blau vor der Linie. Papa, wenn du nicht weg bist. Ja, der war geschlapft. Ja, jetzt ist er draußen. Und Familie Gutsch sucht sich einen Preis aus, wie sich's gehört. Noch eine Runde. Kommunismus für die Sieger. Während der Sieger oder die Siegerin beim Platteln den Kommunismus als Preis einheimst, schauen Kurt van der Flöth und ich zur ersten Bühne. Der Name des Festes stammt von der kommunistischen Wiener Monatszeitschrift Volksstimme, die bis Ende März 1991 als Tageszeitung erschien. Das Fest wird seit 1946 jährlich am letzten Wochenende vor dem Wiener Schulbeginn im Wiener Prater abgehalten. Also das erste Volksstimmefest ist im Praterstadion gelaufen, 1946. Und ab 1947 ist das Volksstimmefest hier auf die Jesuitenwiese gekommen und hier ist es geblieben, bis heute. Das Fest war natürlich in den 50er, 60er, 70er Jahren anders strukturiert als heute. Es waren damals die Stände der damaligen osteuropäischen sozialistischen Länder natürlich hier, die Bruderorgane der Volksstimme. Es hat eine große Hauptbühne gegeben, auf der sich das Programm abgespielt hat. Welche Musikerinnen und Musiker sind da schon aufgetreten? Also sehr bekannte Leute. Also als Jugendlicher habe ich den Karel Gott gehört, ne, 3-4 Mal auf der Hauptbühne. Einmal um die ganze Welt und die Taschen. Die EAV ist aufgetreten, es sind sehr viele Ensembles in den 70er, 80er Jahren aus Ungarn, aus der Tschechoslowakei, Sowjetunion damals natürlich. Es ist dann in den 60er Jahren das Sportfest dazugekommen mit sehr berühmten Leuten. Zum Beispiel hat es den ersten Weltrekord im Schwergewichtstemmen in Österreich gegeben, ein gewisser Vlasov auf Russland und dann ein Jabotinsky. Also ich kann mich noch als Kind erinnern, wie die da gestemmt haben. Und ganz, ganz wichtig, am Anfang des Sportfestes war der Lazi Bab hier und hat also Schaukämpfe geliefert. Der Lazi Bab war ein Publikumsliebling in Wien in den 60er und 70er Jahren. Und andere berühmte Sportler wie der Karpov, der Weltmeister, der hat hier unter den Bäumen, ne, simultan gespielt. Es sind auch andere Sportarten hier gelaufen, auch Judo. Lange Tradition am Fest gehabt und es war wirklich ein hochrangiges Amateur-Boxturnier auf der Volksstimme. Kubanische Boxer zum Beispiel.
Also das Sportfest war ein wesentlicher Bestandteil des Volksstimmefestes. Seit den 90er Jahren hat das Fest natürlich jetzt eine andere Struktur bekommen. Wir haben also hier das KPÖ-Dorf, dann gibt es also das Solidaritätsdorf mit einer eigenen Bühne. Hier beim KPÖ-Dorf ist die Sigi-Maron-Bühne in Erinnerung an den bekannten Liedermacher. Darauf hat man der Herr Schwiegerpapa von seinem Rechtsverdreher, seinem Winkeladvokaten, einen Brief schreiben lassen. Da ist drin gestanden, also ich soll mein äußerst ungehöriges Betrogen sofort aufgeben, weil ansonsten wird er mich verklagen. Da habe ich mir gedacht, er kann schreiben, ich kann schreiben, schreibst du mir einen Brief. Habe ich geschrieben, ganz kurz nur, lieber Schwiegerpapa, lieber Herr Rechtsverdreher, legt's mich am Arsch! Legt's mich am Arsch! Auf der Sigi-Maron-Bühne wird nach wie vor gesprochen, diskutiert und politisiert. Politics were always pretty clear. Like I thought that the Russian Revolution was kind of like mostly a good thing, but it kind of happened in the wrong place. Dann gibt es die Initiativenstraße, die offen ist für alle interessierten Gruppen, die hier sich präsentieren wollen. Und wir haben auch ganz wichtig hier im Zentrum das Dorf der Europäischen Linken. KPÖ ist Mitglied der Europäischen Linkspartei und befreundete Parteien haben hier auch die Möglichkeit, sich hier zu präsentieren. Und dann gibt es hinten noch das Medienplatzl, wo also die ganzen Buchhandlungen sind und auch eine eigene Bühne. Von den Medien ist das Volksstimmefest bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht genannt worden, ist mir erzählt worden, sondern eher als Sportfest oder so transportiert worden. Also so wie halt alles, was mit der KPÖ in Österreich zusammenhängt, ist es immer eine Frage des Ausgrenzens, Totschweigens. Also die österreichische politische und mediale Landschaft hat große Mühe zur Kenntnis zu nehmen, dass es eine Gründungspartei dieses Landes gibt, die auch die ursprüngliche Unabhängigkeitserklärung ja auch mit unterzeichnet hat und dass die bis heute existiert, wird leider kaum wahrgenommen. Ja. Was ist so gefährlich an der KPÖ dann? Ich glaube schon, dass es daran liegt, dass wir trotz allem, was unter dem Namen Kommunismus wirklich an Schlimmem und auch Verbrecherischem passiert ist und wovon wir uns ja vor Jahrzehnten ganz klar distanziert haben und uns auch entschuldigt haben für das, was wir mitgetragen haben, ist es so, dass wir eine Herausforderung für das Bestehende sind. Also wir glauben, dass die Welt nicht im Lot ist und dass man sie von Grund auf ändern muss, um allen Menschen auf der Welt ein gutes Leben zu ermöglichen. Ich habe hinter starke Grafe hauen, schweren Schatten der Gefängniswand, den kleinen Kummer und den großen Grauen. Ich suche nach meiner Heimat, meinem Vaterland. Glaubst du, abgesehen jetzt von Geschichte, KPÖ, aber das ist echt von vorgestern, ist, dass es die Angst ist, dass alles gleich sein muss, dass Menschen Angst haben davor, oder es könnte mal was weggenommen werden auch. Das wird wahrscheinlich eine Rolle spielen, aber es ist natürlich kein realistisches Bild von dem, was wir wollen. Also ich glaube sogar, dass das nicht einmal auf die realsozialistischen Länder zugetroffen hat. Das waren zum Teil ja arme Länder und dass da alle Leute dieselben Mäntel anhatten und nur ein Autotyp verfügbar waren, das war ja nicht die Idee des Kommunismus oder des Sozialismus, sondern das war die nicht entwickelte Produktivität, die das bewirkt hat. Aber davon sind wir ja in den entwickelten Gesellschaften sowieso Lichtjahre entfernt. In Wirklichkeit geht es darum, brauchen wir wirklich das alles, was heute produziert wird? Oder gibt es da nicht viel Unnötiges, das eigentlich in mehr Freizeit oder mehr Gerechtigkeit oder mehr Verteilung global investiert werden sollte? Come on.
Gibt es dieses links und rechts? Sind das Bezeichnungen, die noch da sind? Also für mich eindeutig. Es gibt rechts und es gibt rechtsradikal und es gibt Rechtsextremismus. Leider inzwischen auch in der Mitte der Gesellschaft und in Österreich von einer auch großen Partei, nämlich der FPÖ, vertreten. Und also ich glaube, dass das eine katastrophale Entwicklung ist, auch weil die SPÖ, aber auch die Grünen da nicht ausreichend dagegenhalten. Also die Selbstverständlichkeit, mit der akzeptiert wird, dass deutschnationale Burschenschaften die Ministerien besetzen, die Gemeinden besetzen, ins Parlament einziehen, in Aufsichtsräten sitzen, das ist für mich wirklich eine erschreckende Entwicklung und da muss wirklich ganz klar dagegen gehalten werden. Ich setz mich durch die Sender mit der Zeitung auf die Knie. Wozu hast du noch meinen Schlüssel? Was denn ich bist bei mir? Ich spüre mich mit dem Hund und denk dabei an dich. Vertreib mir heute den Abend, wenn du ein Hitz hast, passt für mich. Und ich bin nicht allein, war nicht so allein. Manchmal ist so besser, wie wir viel fahren. Und ich bin nicht allein, war nicht so allein. Wie groß soll das Volksstimmefest und die KPÖ wieder werden? Also, schön wäre es, wenn wir wieder expandieren könnten auf die Arena-Wese, aber das ist noch Zukunftsmusik. Und nachdem wir jetzt also mitten im Wahlkampf stehen und die KPÖ mit einem Bündnis antritt, alternative Listen, Junge Linke, Unabhängige und KPÖ Plus, das bildet diese Allianz. Also wir hoffen natürlich, dass wir nach vielen Jahren doch wieder mal ins Parlament kommen mit dem Bündnis. Und ja, wir laufen um jede Stimme. Also ich glaube, dass das Problem in Österreich ist, dass es auf diese Links-Mitte-Parteien keinen relevanten Druck von links gibt. Der Druck kommt immer von rechts und diese Parteien bewegen sich mit diesem Druck auch nach rechts. Und der Ausweg ist natürlich zivilgesellschaftliches Engagement, ist wirklich in der Straßenbahn aufstehen, wenn jemand schlecht behandelt wird, ist sich einzumischen, zu helfen, wo große Not herrscht. Aber es ist auch notwendig, dass es eine parlamentarische Vertretung dieser unabhängigen Linken gibt. Aber dazu gibt es ja am 29. September die Möglichkeit. Und ich bin nicht allein, gar nicht so allein. Tja, meine Lieben, das war's schon wieder für heute. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart bei einer weiteren Ausgabe von Octoscout. Wir waren heute zu Gast beim Volksstimmefest. Es war wundervoll. Das Volksstimmefest ist ja eine Institution. Was haben wir heute gelernt? Ganz vieles, unter anderem auch, dass man keine Angst haben muss vor der KPÖ. Man muss nicht zwangsläufig Lada fahren. Tja, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, wählen gehen. Wir leben und bleiben in einer Demokratie.